Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Pater Prior, Pater Petrus, liebe Frau Prellos, lieber Bruder Stefan, lieber Pater Philipp, freue mich, dich auch heute als Freund hier wieder in Maria Laach zu sehen. Liebe Brüder von Maria Laach, werte Ehrengäste, herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute bei Ihnen hier bei dieser Eröffnung dieser, und ich durfte eben schon einen Blick hineinwerfen, wirklich begnadeten Ausstellung von Ihnen, lieber Bruder Stefan, und von Ihnen, liebe Katharina Prellos, hier sprechen zu dürfen. Sie beide haben bereits mit der Bogler-Ausstellung, man könnte sagen Teil 1 und Teil 2, uns Leben und Werk von Pater Theodor Bogler, OSB, und damit auch das Bauhaus in Maria Laach ans Herz gelegt. Ihnen ist es geglückt, mit Ihrem Schaffen, Ihrer Kreativität und auch Leidenschaft uns für die besondere Anziehungskraft von Kunst im Kloster Maria Laach zu begeistern. Und das mit Liebe zum Detail. Dafür möchte ich Ihnen beiden, aber auch den Künstlerinnen und Künstlern, die beteiligt waren, unser aller Dank, Respekt und Anerkennung aussprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gebeten worden, eingangs einige persönliche Gedanken zu dieser Kunstausstellung an Sie zu richten und diese mit Ihnen zu teilen. Licht und Schatten? Licht oder Schatten? Nein, es heißt Licht und Schatten. Beides gehört doch untrennbar zusammen und ist zugleich eine Antithese, ein Gegensatz, ein Widerspruch oder in gewisser Weise auch eine Symbiose. Pater Petrus, Sie sagten eben, dass es Licht pur nicht gibt. Und meine Gedanken gehen auch in diese Richtung. Ich sage, ohne Licht kann auch kein Schatten sein. Es ist nicht vorstellbar, wie etwas seinen Schatten werfen kann, wenn kein Licht existiert. Und umgekehrt ist es uns Erdenbürgern mit unseren Sinneskräften auch wohl unmöglich, das Licht ohne etwas Dunkles wahrzunehmen, von dem es sich abheben kann. Man kann also durchaus zur Auffassung gelangen, das Helle und das Dunkle befinden sich in Opposition, stehen gleichzeitig aber in einem gewissen, sich bedingenden und verbindenden Spannungsverhältnis, vielleicht sogar in einer Bewegung. Diese Spannung und die weckt unsere Neugierde, aber vielleicht auch manchmal die Angst vor Neuem und auch vor Ungewissem. In unserem deutschen Sprachgebrauch ist Licht und Schatten eine feste Redewendung für die Wertung. Irgendetwas ist halb gut, halb schlecht, also für etwas, das nicht rund, perfekt oder, wenn man so will, himmlisch ist. Wenn wir nach vergleichbaren, sich bedingenden Antithesen suchen, so kommt man oder kommt mir Himmel und Erde in den Sinn. Ich werde später in meinen Ausführungen darauf noch einmal ankommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Licht und Schatten? Nein, Schatten und Licht ist der exakte Titel dieser Ausstellung. Wie Sie sicher bemerkt haben, habe ich bewusst das, was wir alle in unseren Köpfen haben, nämlich unsere deutsche Sprachwendung, dass wir eben Licht und Schatten haben, uns vorweggenommen. Die Künstler, beide, die diese Ausstellung konzipiert haben, haben hier eine Änderung der Reihenfolge, die für uns eigentlich gewöhnlich im Sprachgebrauch wäre, benutzt. Warum haben sie sich für diese Titelwahl entschieden? Dies lässt Raum für unsere Gedanken und auch für unsere eigene Interpretation. Vielleicht gibt es uns Psalm 88 einen Hinweis darauf. Der letzte Halbsatz, und mein Vertrauter ist die Finsternis, hat Sie, Bruder Stefan, als Sie einer Predigt eines Mitbruders lauschten, wohl inspiriert auch, diese Ausstellung so in dieser Weise gemeinsam mit Ihnen, Frau Prellos, zu konzipieren und zusammenzustellen. Aus meiner Sicht ist der Vers, und mein Vertrauter ist die Finsternis aus Psalm 88, der alles vereinende Kernsatz dieses Psalms. Im ersten Augenblick wirkt er als dunkles, düsteres, schwarzes Motiv für ein Werk, für eine Begebenheit, für einen Weg. Ein Mensch auf seinem Weg hat, Klammer auf, nur einen Vertrauten, die Finsternis. In dieser schwarzen, absoluten Dunkelheit herrschen weder Schatten noch Licht. Die Lage scheint hoffnungslos, schier aussichtslos zu sein. Karl Nebus berichtet in die Psalmen eine Auslegung für die Praxis Folgendes. Kein anderer Psalm
ist von einem solchen Ringen angesichts völliger Aussichtslosigkeit und der Todesnot wie der vorliegende Psalm geprägt. Fast alle Verse befassen sich mit dem Schrecken des Todes, dem sich der Psalmdichter hilflos ausgeliefert sieht. Vor Gott breitet er die Todesängste, die ihm befallen haben, freimütig aus. Gott ist der Einzige, dem er die Leiden seiner Seele zu jeder Tages- und Nachtszeit vortragen kann, nachdem alle Bekannten, Freunde, Genossen als Helfer und Tröstende wohl versagt zu haben scheinen. Seine Umgebenden haben ihn aufgegeben. Seine körperlichen und seelischen Kräfte sind erschöpft. Nach aller menschlicher Erfahrung ist er wohl ein hoffnungsloser Fall. Aber die Kraft zum Gebet besitzt er noch. Wie ein Versinkender klammert er sich an den Herrn, den Gott des Heils und der Rettung. Er weiß, dass Gott es ist, der ihn in die tiefste Grube gelegt hat, in Finsternisse, in Tiefen. Aber er gibt sich nicht dem Gedanken hin, dass er gar von Gottes Händen abgeschnitten oder von ihm verworfen sei. Auch hier merken wir dies, diese Spannung zwischen diesen beiden Empfindungen, diese Hoffnungslosigkeit und gleichzeitig diese Hoffnung, auf die Sie eben auch ansprachen, Pater Prior. Offensichtlich weiß er sich immer noch in Gottes Hand und unter seinem aufmerksamen Auge. Das genügt seinem Glauben, sodass er die Kraft hat, weiterzubeten, wie Nebus weiter ausführt. Der drohende Tod wird hier nicht als Folge der Sünde dargestellt, sondern wohl als Gipfel und Schlusspunkt des Leidens. Also auch ein Hinweis nochmal, dass es hier eine Bewegung gibt, vom Schatten ins Licht, was womöglich auch als eines der Motive gewesen sein könnte, diese Ausstellung so zu bezeichnen und so zu konzipieren. Der Psalmdichter selbst hatte wohl keine Hoffnung, aus seinem Elend herauszukommen. Aber Gott sind alle Dinge möglich. Bellet schreibt zu diesem Psalm: Wir vernehmen in diesem Psalm eine der Schreie, die von dem Sohn aus Hebräa geäußert werden und sich an den richten, Zitat, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte. Den Zeitpunkt können wir zwischen seiner Festnahme im Garten Gethsemane und dem Kreuz einordnen. Es war die Zeit, als ihn alle verlassen hatten und er nicht herauskommen konnte. Das Todesurteil stand unmittelbar bevor, obwohl er sein ganzes Leben von seiner Jugend an verschieden war. Doch es war ganz besonders diese Periode, in welcher er, Zitat, unter den Toten hingestreckt wurde. Während der 3 Stunden der Finsternis litt er an einem Ort, der durch keinen freundlichen Strahl göttlicher Liebe erhellt wurde. Jesus fleht hier um seine Befreiung vom Tod, weil die Toten Gottes nicht preisen können und das Grab seine Güte nicht erzählen kann. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ehrengäste, ich bin sicher, eine Ahnung von dem zu haben, was womöglich unsere beiden Künstler bei der Titelwahl Schatten und Licht inspiriert haben könnte. Ich will es auch mal als Frage formulieren. Stecken nicht auch selbst in der verborgenen Finsternis Spuren und Anhaltspunkte von Transzendenz, Perspektiven für ein ewiges Leben oder gar die weltliche Sehnsucht nach dem himmlischen Erlöser? Also letztlich unser aller Glaube, der uns selbst in dunkelster Stunde Hoffnung, Mut und Zuversicht schenkt, ergo unser christlicher Glaube ans ewige Leben, als ewige Licht. Halten wir doch alle einen Moment einmal inne. Welche Empfindungen, welche Gedanken, welche Assoziationen haben Sie, werden in Ihnen geweckt? Was empfinden wir, wenn wir auf Schatten und Licht in unserem Leben zurückblicken? Welche Bilder sehen wir oder, wie Pascal Bessiers es noch etwas feiner formuliert, fühlen wir mit den Augen? Ist es die Trennung von einem Partner? Ist es eine schwere Krankheit, die uns heimsuchte? Ist es der unerwartete Verlust eines lieben Menschen, vielleicht durch einen Unfall oder ein Unglück? Oder wenn wir an die sonnigen Tage denken auf dieser Erde, ist es das traute Zusammensein, das sich geborgen fühlt im Kreis seiner Liebsten und Freunde? Oder ist es ein Urlaubstag am Meer mit Blick auf das Weite, auf den unendlichen Horizont? Oder ist es das Gefühl, frisch verliebt zu sein und Glück zu empfinden?
Wenn ich diese Frage Schatten und Licht auf meine kleine Welt spontan projiziere, so war sicherlich der plötzliche Tod meines Vaters vor 5 Jahren so ein Moment, wo es plötzlich absolute Dunkelheit gab. Und dennoch gab es etwas, das man kaum mit Worten beschreiben kann in dieser Zeit. Es war etwas da, was einem eine unendliche Kraft gab, die ich so in meinem Leben auch nicht gespürt hätte und noch nie habe, Dinge zu regeln, da zu sein für meine Mutter, die Beerdigung vorzubereiten, die Trauer zu erleiden und mit ihr umzugehen. Und ich glaube, dass der Glaube das war, ein Teil dessen, was mir genau in dieser dunklen Stunde, was ich so vorher noch nie in dieser Intensität gespürt habe. Und er hat mir Geborgenheit, dieser Glaube hat mir auch Licht in dieser dunklen Stunde geschenkt. Und ich erinnere mich auch daran, ich bin ja häufiger, da habe ich hier zu Gast bei Maria Lach, bei den Politikerexerzitien vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, wo wir einmal Bischof Neumeier aus Erfurt zu Gast hatten, der diese Besinnungstage leitete. Und ein Spruch ist mir von ihm sehr in Erinnerung und vielleicht ist auch ein Spruch, der uns heute prägen kann, nämlich der Spruch, das Glauben zu können, ist ein wahres Geschenk Gottes. Denn entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Man kann nicht glauben müssen, wie er ausführte, sondern es ist wirklich etwas, das wir als Geschenk, das wir wirklich empfangen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sicher, jeder von Ihnen hat eigene Bilder von Schatten, aber auch von Licht auf seinem Lebensweg vor Augen. Ich bin sicher, diese Ausstellung wird auch dazu beitragen, nochmal den einen oder anderen Besucher hier zu inspirieren, ihm auch nochmal Anstöße zu geben, sein Leben noch einmal neu, vielleicht auch nochmal anders an der einen oder anderen Stelle zu beleuchten. Sind nicht auch Schatten und Licht für uns mit bestimmten Orten und trennbar verbunden? Auch hier wird jede und jeder von Ihnen eine entsprechende eigene Antwort haben. Gewiss ist aber eins, dass einer dieser Orte hier und heute, gestern, aber auch morgen Maria Lach sein wird. Ich will ergänzen, für viele Menschen unserer Heimat, aber auch darüber hinaus, ist Maria Lach ein Sehnsuchtsort. Wie ein Freund aus Berlin ihn einmal bezeichnete, der im letzten Jahr zum ersten Mal diesen Ort besuchen durfte. Dieser Sehnsuchtsort wird nun wieder durch eine Ausstellung, und zwar durch diese Ausstellung, reicher und sie wird bestimmt dem einen oder anderen auch Licht und Freude schenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, abschließend möchte ich auch den Sponsoren noch meinen und unseren herzlichen Dank ausdrücken, denn ohne sie wäre die Ausstellung Schatten und Licht, zeitgenössische Kunst in Maria Lach, überhaupt nicht möglich gewesen. Ich will nennen die Trasswerke Marien, die Bürgerstiftung der Volksbank Rheine-Eifel, um ihren Vorsitzenden Sascha Monschauer, sowie die Kreissparkasse Main, in deren Verwaltungsrat ich auch Verantwortung übernehmen darf. Ebenso wenig wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen, ohne die, die hier Kunst geschaffen haben, die uns etwas hinterlassen haben, die uns inspirieren wollen. Und ich will die deswegen auch alle bewusst einmal nennen. Bruder Josef Belling, Anna Becker, Sophia Bernhard, Josef Beuys, Sabine Borges, Texera, Jo Bukowski, Tony Craig, Theo Dume, Felix Tröse, Irmel Tröse, Jordor Dure, Ettel Georg, Bert Gerresheim, Hermann Hesse, Martin Kettelhohn, Bruder Oswald Kettenberger, Markus Lüpertz, Heinz Mack, Gerhard Marx, Ulrich Nekiska, Sulis Musto, Bruder Stefan Oppermann, Schwester Mirjam Pech, Harry Plein, Josef Reitmacher, Haki Ritzerfeld, Bruder Lukas Rügenberger, Andreas Scholz, Katharina Sieverding, Johannes Stüttgen und Günther Lücker. Und natürlich Sie, liebe Frau Prellos, die ja auch mit beigetragen haben, dass wir heute diese Ausstellung hier erleben dürfen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich wünsche allen, die hier hinkommen, viel Freude, viel Erleuchtung, viel Licht und dass sie zum Nachdenken inspiriert werden, dass sie angeregt werden, das eine oder andere noch einmal zu überdenken hier und das Ganze auch, gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. In diesem Sinne, toi 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 für diese Ausstellung, viel Freude und bleiben Sie alle gesund. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.